Wir sehen kurz vor Finale. Es ist wirklich, du hast einen Durchmarsch hier hingelegt. Unglaublich. Du hast 29 Punkte. Ich würde sogar sagen, das ist im oberen Drittel der Punkte, die generell überhaupt jemand hier hat. Du bist unsere Wildcard-Gewinnerin und hast hier alle hinter dir gelassen. Ich freue mich für dich riesig und kann nur sagen, Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble. Das ist das Finale von Wer steht mir die Show? Zwei Dinge sind jetzt noch wichtig. Zum einen bekommst du die letzte Münze und damit deine dritte. Ich übergebe sie dir hochfeierlich. Du kannst sie gleich da vorne in deinem Pult an die richtige Stelle stellen. Und da ich im Finale nicht moderiere, sondern gegen dich antrete, bitte ich jetzt eine Frau zu uns, die bisher jedes Finale in einer solchen Bravour gemeistert hat. Und es war nicht immer leicht, mit so viel Genialität und Hirnschmalz dort umzugehen. Ladies and Gentlemen, give it up für Katrin Bauerfein! Hello. What a night! Hallo! Hallo! Ja! Was ist denn heute hier los? Krasser hätten wir nicht reinstarten können. Krasser hätten wir nicht starten können. Ist erst das zweite Mal, dass es überhaupt eine Wildcard ins Finale geschafft hat. Und dann auch deutlich, muss man sagen. Also Respekt, Helena! Wow! Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Helena hat auch Bock, dir das Ding heute abzunehmen. Ja, also ich habe auch Bock, das zu behalten, aber du hast natürlich auch drei Münzen, also deine Ausgangsposition könnte nicht stärker sein. Man hat gute Voraussetzungen mit drei Münzen, man muss sich nicht so viele Gedanken um seine Taktik machen, man ist erstmal versorgt, das ist schon mal sehr gut. Wir spielen ein Quiz, ich stelle im weitesten Sinne Fragen der Allgemeinbildung, ihr versucht möglichst beide richtig zu antworten. Und dann schauen wir bei dir, Helena, ob du eine richtige Antwort hast. Immer wenn du eine richtige Antwort hast, bekommst du einen Punkt. Falsch, gibt keinen Punkt. Wie bei jedem anderen Quiz auch. Jetzt hat sich Joko aber überlegt, dass es irgendwie cool wäre im Finale, wenn er einfach immer einen Punkt bekommt, egal was er da aufgeschrieben hat. Weil es ist einfach immer davon auszugehen, dass Joko die richtige Antwort hat. So sieht's aus. So, das heißt, ich darf ihn gar nicht fragen, was er geantwortet hat. Das kannst nur du. Und auch nicht einfach so, sondern nur, wenn du eine deiner erspielten Münzen setzt. Und zwar immer dann, wenn du denkst, er hat eben nicht richtig geantwortet. Da steht das Falsche. Dann setzt du eine Münze und nur dann muss er uns sagen, was da steht. Wenn das tatsächlich falsch ist, kriegt er keinen Punkt. Du spielst mit deiner Münze weiter. Wenn es richtig ist, bekommt er natürlich den Punkt. Deine Münze geht an mich. Wenn du keine Münze mehr hast, ist das Finale sofort vorbei. Und wer zuerst 5 Punkte hat, moderiert nächste Woche hier diese Show. So, ist alles klar, ne? Ja, ich bin schon im Tunnel. Okay, dann geht's jetzt los. Das Finale. Good luck. Viel Erfolg. Ja, möge der oder die bessere gewinnen. Und wir starten mit der ersten Frage. In welcher Stadt leben sowohl Bibi Blocksberg als auch Benjamin Blümchen? Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen leben in derselben Stadt, fragen sich jetzt viele. Ja, schon. Aber welche? Helena, deine Antwort. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, die wohnen in derselben Stadt und die heißt? Neustadt. Neustadt. Die Antwort Neustadt ist richtig. Das ist so. Da wohnen sie. Ein Punkt für dich, Helena. Gibt es einen Punkt für Joko? Willst du eine Münze setzen oder glaubst du, er wusste es eh und es lohnt sich nicht? Naja, also da ich ja Schauspielerin bin, weiß ich, was schlechtes Schauspiel ist. Und ich glaube, du hast gerade ganz schlecht gespielt mit Neustadt. Ich glaube, das weißt du, deswegen setze ich keine Münze. Okay. Sehr gut, Joko. Schlecht gespielt. Aber für schlechtes Spiel kriegt man hier einen Punkt.
Damit steht es 1:1 und es ist so spannend wie zuvor. Hier ist eure nächste Frage. Beim Fußball wird der Strafstoß Elfmeter genannt. Wie heißt der Strafwurf beim Handball? Fußball und Handball. Beide Male gibt es einen Strafstoß. Einmal heißt er Elfmeter, das ist beim Fußball. Und beim Handball heißt er anders, aber wie? Ist Sport nicht dein so gar nicht. Lieblingsbereich? Okay. Ich darf leider nicht helfen. Das, was war jetzt deine Idee? Du rätst einfach? Ja. Okay, ja. Du hast hier nichts zu verlieren. Es steht 1:1, noch ist alles gut. Was ist denn deine Antwort? Einwurf. Einwurf. Der Strafwurf. Entschuldigung. Beim Handball, der heißt Einwurf. Das wäre ein sehr verwirrendes Spiel geworden wahrscheinlich. Diese Antwort ist leider falsch. Oh, wirklich? Ich habe gedacht, ich kürze es ab und mache es nicht unnötig spannend. Die richtige Antwort ist 7 Meter. So heißt. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Strafwurf beim Handball. Dann muss man sich auch nicht ärgern. Die Frage ist jetzt, du bekommst erstmal keinen Punkt, weil die Antwort falsch war. Aber was glaubst du, kennt Joko sich aus dem Sport? Hat er sich verraten mit schlechtem Schauspiel? Hast du ihn beobachtet? Wie ist deine Einschätzung? Da ich selbst so nachdenken musste und zu einer großartigen Antwort gekommen bin, die leider falsch ist, hatte ich jetzt nicht so die Zeit, ihn zu beobachten. Aber wie gesagt, mit dem Vorsprung, ich setze einfach, weil ich hoffe, dass das falsch hat. Okay. Wie eben. Die Münze ist gesetzt, das bedeutet, du musst uns sagen, ob du weißt, wie der Strafwurf beim Handball heißt. Was hast du aufgeschrieben? 7 Meter. Oh, 7 Meter ist richtig. Das gibt einen Punkt. Ich muss dir eine Münze abnehmen, aber du hast noch 2. Und unser Punktestand ist jetzt 2:1 für Joko. Eure nächste Frage ist diese hier. Wie lautet das chemische Element für Eisen? Eisen ist im Periodensystem vermerkt und hat da eine Abkürzung. Und unter welcher Abkürzung findet man da Eisen? Helena, du bist unfassbar schnell. Du hast es schon? Okay. Warst du gut in Chemie? Weißt du das? Ich habe einen großen Bruder, der sehr, sehr gut in Chemie war. Und der war auf der gleichen Schule. Das heißt, alle Chemielehrer hatten wahnsinnig hohe Ansprüche an mich. Okay. Den bin ich nicht gerecht geworden. Okay, cool. Aber du hast ja immerhin gemerkt, was das Zeichen für Eisen im Periodensystem ist. Ja. Basics Chemie, sag ich mal. Ja. Ich bin nie so weit gekommen, aber... Das habe ich mir gerade so merken können. Okay, sehr gut. Glaube ich. Reicht das für die richtige Antwort? Deine Antwort ist? Fe, Ferrum. Fe, Ferrum für Eisen. Das ist richtig. Ein Punkt für Helena. Die Frage ist, bekommt Joko einen Punkt oder nicht? Beziehungsweise, weiß er's oder weiß er's nicht? Du hast ihn lange beobachtet, was glaubst du? Du glaubst, er weiß es nicht. Okay. Sie hat so viel rumgekritzelt, auch wenn ich nicht weiß, ob er das alles geschrieben hat, aber der hat nicht nur 2 Sachen aufgeschrieben. Kann auch eine Taktik sein, geblufft, ja, macht er auch oft, versucht er. Aber wir gucken mal, ob es erfolgreich war oder nicht. Du hast aufgeschrieben, Eisen, Abkürzung, Periodensystem. Ich habe Ferrum Eisen geschrieben. Fe. Scheiße. Ferrum Fe. Vielen Dank. Ja. Hada. Es steht 3:2 und weiter geht's. Welches erfolgreiche Broadway-Musical feierte am 6. Oktober 2022 in Hamburg offiziell seine große Deutschlandpremiere? Ein Musical in Hamburg, 6. Oktober 2022. Ein Broadway-Musical ist nach Hamburg gekommen
und hatte Deutschlandpremiere. Welche ist es? Es muss ja eins sein, was noch nicht da war, ne? Wenn es Premiere hatte in Deutschland, ist das... Das ist ganz Gott. Das ist jetzt ganz smart. Mhm. Musical. Sehr gut. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg, Joko. Okay. Also... Nee. Okay. Ich würde jetzt gerne alle... Ich fände es gut, wenn noch jemand irgendwie mein Gehirn anzapfen könnte, dass die Menschen zu Hause meine Gedankengänge mitverfolgen könnten, weil ich habe jetzt so ganz dünnes Eis hier gerade. Mhm, okay. Und gleichzeitig sollte ich einfach jetzt die Schnauze halten. Es sei denn, das ist wieder eine Taktik, so zu tun. Ja. Als wäre alles sehr, sehr schwierig. Man weiß es nicht. Okay. Du hast aber schon aufgeschrieben. Mhm. Ja. Du bist dir sicher, du weißt es. Ja, ja. Du bist da gewesen. Nee, du hast mitgesungen. Nee, aber ich war in London und ich kann es auswendig tatsächlich. Okay, komplett. Sehr gut. Okay, warte mal ganz kurz. Hilft dir das, Joko? Ah, fuck! Oder du machst jetzt eine Finte. Nee, auf keinen Fall. Nee. Oder das war auch eine Finte. Vielleicht, ich bin schon. Oh, es geht um zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob... Oh Gott, ich hasse diese Sendung. Wenn ich sie gleich gewinne, liebe ich sie wieder. Dafür musst du erst mal gewinnen. 6. Oktober 2022. Ich lasse das da stehen, was ich da stehen habe. Du hast schon was aufgeschrieben. Ja. Okay, es ist noch nicht so lange her. Du könntest es mitbekommen haben. Ja, aber... Es war groß in den Medien. Vielleicht scheppert irgendwas. Ich kann leider nichts von dem, was du von mir hören willst, beantworten. Okay, beide haben was aufgeschrieben. Dann lösen wir jetzt auf. Ich bin sehr gespannt. Helena, sag uns, was ist die richtige Antwort? Welches Musical hatte da Premiere? Hamilton. Hamilton ist richtig. Okay. Okay, okay, okay. Also, das heißt, jetzt steht es 3-3. Aber nur, weil du gerade nachgezogen hast. Jokos Antwort steht ja noch aus. Du hast noch eine einzige Münze. Wenn du die setzt und Joko hat da auch Hamilton stehen, dann ist das Finale sofort vorbei und Joko moderiert nächste Woche. Wenn du die Münze nicht setzt, bekommt Joko einen Punkt. Es steht 4-3 und wir spielen die nächste Frage. Das wären die Möglichkeiten, das ist jetzt nicht... So leicht? Nee, ich habe das Gefühl, ich sollte einfach die Münze setzen, weil ich mir denke, ob ich sie jetzt setze oder beim nächsten Mal, der Unterschied ist der gleiche, nur dass ich... Also, du solltest vielleicht einbeziehen die Frage, du hast alle Münzen recht fix gesetzt. Ja, ja. Und hast gedacht, ist egal, komm, ich setze volles Risiko. Das kannst du natürlich auch jetzt wieder machen. Das Problem ist, in meiner Bubble war das halt 4 Wochen das krasseste Thema überhaupt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand nicht mitbekommen hat. Aber ich bin halt auch in dieser krassen Bubble, wo halt das alle auswendig können. Ich setze nicht. Ich hoffe... Nein. Wenn du sie nicht setzt, steht es 4-3 und dann müsstest du sie bei der nächsten Frage setzen. Muss ich sowieso setzen, dann bin ich gespannt. Weil bei 5 ist es auch entschieden. Mhm. Du bist in... Mach mal so. Du möchtest nicht setzen und lieber eine Runde weitergehen und beim nächsten Mal setzen, richtig? Nee, ich setze doch. Ja, Gott, das weiß ich. Scheiße. Komm, scheiß drauf, egal ob diese oder nächste Runde. Helena, du machst uns fertig. Du machst uns fertig. Wahnsinn. Es hat 5 Tonys gewonnen, das Ding. Okay. Oh mein Gott, was ist hier heute los? Also, Helena hat sich noch mal anders überlegt. Der beschissenste, der absolut beschissenste Flüchtigkeitsfehler meines Lebens. Ich wusste es und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, das heißt nicht so. Das heißt nicht so. Und ich dachte mir, das ist doch kein Musical, aber das muss es sein.
Und als du gerade eben Hamilton gesagt hast, dachte ich so, fuck, ich habe Hamlet geschrieben. Ja, ich weiß, Shakespeare, alles gut. Boah, ich war sogar in New York. In New York, in diesem Stück. Ja, okay, dann kann man nicht helfen. Und dachte aber ich hätte das jetzt nicht so klassisch in einem Musical abgehakt und dachte mir so, es kann nur das sein, weil das ist das Einzige, was mir noch eingefallen wäre. Es gibt es nicht! Ja. Fuck! Das gibt es. Was ist das Finale von Wer spielt mir die Show? Oh Gott! Ja. Boah. Ausgleich. Und hier ist die nächste Frage. Scheiße. Von welchem Land zu welchem Land fliege ich innerhalb Europas, wenn ich vom Flughafen mit dem Kürzel HEL, H-E-L, zum Flughafen mit dem Kürzel CDG reise? H-E-L zu CDG. Man fliegt innereuropäisch von wo nach wo? Von welchem Land zu welchem Land? Gott, ist mir schlecht. Zu Recht. Möchtest du dich vorne an dein Pult lehnen, für bis Helena aufgeschrieben hat, zum Ausruhen? Sie hat schon, brauchst dich nicht ausruhen. Okay, dann löse ich auf, weil Joko hat auch schon aufgeschrieben. Okay, du wirkst so, als wärst du dir nicht so richtig sicher. Ja, weil ich jetzt einfach, Geografie ist jetzt nicht so meine Stärke und mit so Hauptstädten von nordischen Ländern habe ich ein Problem. Ich weiß aber, dass Helsinki ist und CDG Charles de Gaulle in Paris. Mhm. Das heißt, jetzt ist nur die Sache nach Frankreich, aber von wo? Mhm. Und ich hoffe, dass es Schweden ist, weil sonst... Nein, ist es nicht. Okay, ja, ich habe Schweden, Frankreich, das ist falsch. Das ist dann wahrscheinlich Norwegen, Finnland oder irgendwann... Finnland! Klar, habe ich vergessen, gibt's auch. Also, du hast aufgeschrieben, Schweden... Frankreich? Ja. Schweden, Frankreich. Diese Antwort ist falsch. Es ist tatsächlich Finnland. Finnland nach Frankreich. Von Helsinki nach Paris fliegt man da. Das heißt, es gibt keinen Punkt für dich. Du bleibst bei 3 Punkten. Die Frage ist, bekommt Joko seinen 4. Punkt? Ja. Kriegt er, weil das weiß der. Da ist das auch schon mal geflogen, der weiß, dass Helsinki in Finnland ist. Ja? Ja. Ja, da freut er sich. Ja, bitteschön. Wenn du ihm das zutraust. Damit bekommt Joko einen Punkt. Die Musik hilft auch gar nicht, ne? Er geht in Flow. Also es ist voll schön, aber es ist irgendwie... No pressure, wirklich. Ach, es ist ja nur das Finale, es geht doch nur um die Show. Da muss man schon mal ein bisschen... Spannung aufbauen noch zu dem, was ihr hier abliefert. Wahnsinn. Okay, Joko geht in Führung, steht 4-3. Du hast eine Münze. Wir besprechen gleich nach der nächsten Frage, wie alles weitergeht. Erstmal stelle ich sie. Jordan Peele erhielt 2018 einen Oscar für das beste Drehbuch. Wie hieß der Horror-Thriller, für den er diesen Award bekam? Oh Gott. Jordan Peele erhielt 2018 einen Oscar. 2018. Paar Jahre her. Bestes Drehbuch. So, jetzt wird es ganz verrückt. Sie zu Hause können jetzt mal mitraten. Blöfft Joko oder hat er tatsächlich die richtige Antwort? Wie gut können Sie ihn zu Hause lesen? Wir blenden die Antwort ausnahmsweise mal nicht ein. Dafür gab es den Award. Wie heißt dieser Film? Wie heißt der Horror-Thriller? Guckst du Oscars? Ja. Aufgenommen oder wenn der Steven live da steht? Ja. Je nachdem, ob ich am nächsten Tag arbeiten muss oder nicht. Ja. Hast du es 2018 zufällig auch gesehen? Kann sein. Ich kann gerade noch so atmen. Okay, alles klar. Ist runtergefahren aufs Wesentliche. Atmen! Dann wollen wir mal schauen. Und Helena, was ist deine Antwort? Get Out. Get Out. Die Antwort Get Out ist richtig.
Okay. Es steht 4-4. Die Situation ist wie immer folgende. Joko braucht einen Punkt. Dann bleibt er der Moderator dieser Show. Er hat diesen Punkt, wenn er die richtige Antwort aufgeschrieben hat. Helena wird so oder so setzen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Ich hasse diesen Sound. Und wenn die Antwort falsch ist, spielen wir noch eine Runde. Dann spielen wir noch eine Runde. Dann steht es 4-4. Du behältst die Münze und behalten es vielleicht nicht mehr aus, weil es so spannend ist. Das kann passieren heute Abend hier. Aber erstmal schauen wir, Joko, was hast du aufgeschrieben? The Grudge. Das ist ich falsch. Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, Helena behält ihre Münze. Ich habe keine Ahnung. Es steht 4-4, spannender kann es nicht werden. Gott! Ja, lass einmal kurz alles raus. Dann habe ich wieder eine schöne Frage für... Joko, bitte mach nichts kaputt. Okay, ich habe so eine schöne Frage für euch. Sie heißt, wie hieß der erste Hund im Weltall? Das ist die Frage. Was mit Hunden? Wie hieß der erste Hund im Weltall? Ich habe ja gesagt, im Moment, kannst du ganz kurz, bitte, wirklich ernsthaft, ich möchte jetzt absolute Stille. Also, okay, alles klar. Oh, ich weiß es. Ich weiß das. Oh nein, 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 nein. Nee, ja, nein. Oh Gott! Ah, Scheiße! Oh Gott, nicht jetzt! Oh nein, 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 es fühlt sich falsch an. Es ist falsch. Das ist nicht der richtige Name. Ich weiß es. Oh, komm. Helena hat schon aufgeschrieben. Ja, und es ist so simpel. Es ist so dämlich, dass ich es gerade nicht weiß. Das macht mich wahnsinnig. Wirklich schlimm ist, dass wir im Studio ja nicht wissen, was schon aufgeschrieben wurde, wie hier gerade die Situation ist. Oh. Außer, dass es Joko vielleicht nicht einfällt, das kann man aus der Situation rauslesen, aber vielleicht fällt es ihm noch ein. Es ist da, aber es ist jetzt da, das ist die Frage. Bitte, 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 bitte. Können wir noch irgendwas tun, Joko? Oh, es liegt mir auf der Zunge! Komm! Oh Gott, nein, ich will nicht so verlieren. Oh, du weißt es, ne? Ich kann gerade nur so atmen und stehen, aber es ist noch 5 Minuten länger, halte ich nicht mehr aus. Okay. Noch eine Runde kann ich nicht. Huh. Fuck! Das ist falsch. Oh, es ist so simpel! Es hat wirklich noch nie gegeben, so ein Finale. Ich erinnere mich nicht. Es steht 4-4, also falls Sie gerade reinschalten und Sie fragen, was los ist, es steht 4-4. Bei 5 Punkten gewinnt man wieder das Finale. Nicht, das stimmt nicht, das ist die erste. Joko hat noch nicht die richtige Antwort. Oh Mann, nein. Vielleicht weißt du sie auch gar nicht, dann ist ja alles gut. Aber vielleicht weiß, aber das weiß Joko wiederum nicht, ob Helena, die schon was aufgeschrieben hat, die richtige Antwort hat. Und es könnte jetzt schon entscheidend sein, es ist entscheidend, was Joko jetzt aufschreibt.
und ob das richtig ist oder nicht. Ich kann nicht mehr. Es könnte sein, dass heute hier zum ersten Mal eine Wildcard diese Show gewinnt. Das erklärt vielleicht die Emotionen. Also entweder habe ich es jetzt 100% richtig, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es ist nicht richtig. Ich muss dich trotzdem fragen, bist du fertig? Willst du stehen lassen, was da jetzt steht? Komm, mach hin. Ich logge ein. Okay? Bring nichts, ja. Okay. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, weh, oh, weh. Gott. Also, dann schauen wir mal. Steht 4-4. Helena hat die Möglichkeit, jetzt den 5. Punkt zu holen. Und Joko hat nur 4. Und es würde sich dann erst noch rausstellen, ob er den 5. Punkt auch holen kann, nachdem du die Münze gesetzt hast. Aber jetzt eins nach dem anderen. Was ist deine Antwort? Wie hieß der erste Hund im Weltall? Laika. Die Antwort Laika ist richtig. Sie setzt natürlich die Münze. Und das ist womöglich der entscheidende Moment, wenn Joko die falsche Antwort hat, moderiert nächste Woche hier Helena diese Show. Du hast aufgeschrieben? Sputnik. Damit steht es. Helena spielt Joko Winterscheid die Show als allererste Wildcard. Gewinnt sie die Show. Das ist unfassbar. Woche. Deine Gäste im Panel, Joko, Sido, Jasna, Fritzi Bauer. Herzlichen Glückwunsch. Seine Sendung. Nervenzusammenbruch kurz davor. Auf jeden Fall, ich muss jetzt ganz dringend was essen und dann ein bisschen planen für nächste Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dann sehr gut. Danke. Herzlichen Glückwunsch, ja, wirklich. Das war super toll. Lieben Dank. Dann. Applaus für dich, für Helena. Dein Applaus. Für den Ex-Gewerbe, für diese Show. Danke, danke nochmal, die Hunderscheins. Danke, Jasna. Danke, Bill. Danke, Sido. Danke an Sie. Danke an Sie zu Hause. Bis nächste Woche. Da moderiert Helena. 20.15 Uhr.